Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's wieder ein neues Hörspiel, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern alle Videos zusammengefasst aus der vergangenen Woche als Hörspiel ohne mein Gequatsche dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem neuen Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Ja. Ich spreche mit Herr Steiner? Ja. Guten Tag. Tag. Sie haben sich angemeldet wegen Bitcoin. Ja. Also. Ich höre Sie nicht mehr. Wer bitte? Sie waren gerade weg. Ja, Steiner, auf welcher Webseite sind Sie gerade? Interia Finanze. Okay. Das ist unsere Webseite. Darf ich wissen, haben Sie schon mal Erfahrung im Finanzmarkt? Nee. Also, das ist Ihr erstes Mal? Ja. Okay. Auch nicht mit Aktien und Rohstoffen und andere Produkte? Nee, keine Ahnung von. Okay, Herr Steiner. Also, als Anfänger werden Sie von unserer Seite professionelle Hilfe und Beratung bekommen? Ja. Ich kann meine Stimme hören. Warum ist das so? Da hört man nicht immer seine Stimme, wenn man redet. Nee, bei Ihnen kann ich das nochmal doppelt hören. Keine Ahnung. Okay. Also, Sie werden von unserer Seite professionelle Hilfe und Beratung bekommen, ja? Nach okay. Der Aktivierung werde ich Sie direkt weiterleiten zur Finanzabteilung, wo Sie mit Ihrer persönlichen Finanzberater dann auch darüber diskutieren können, wie automatisch das System funktioniert und wie Sie selbst handeln können. Okay. Verstehen Sie? Okay. Herr Steiner, haben Sie schon mal gelesen über den Minimumbetrag? Nee, nicht das wirklich. 250? Nee. Also, okay, also Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja. Wir haben noch 500 Euro und 1000 Euro als Maximumbetrag. Mhm. Zum Beispiel, wenn Sie 500 Euro investieren, kann ich von meiner Seite 150 Euro geben. Und dann fangen Sie an, alle zusammen mit 650 Euro. Bei 250 Euro. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Weil wir haben über Kreditkarte, Online-Banking, Klarna, PayPal. Was ist Klarna? Also über Online-Banking. Das ist Klarna? Ja. Ach so. Girokonto, oder? Na, weiß ich nicht. Ich hab nur gefragt, was das ist. Was haben Sie denn? Also, ich verstehe. Also, Klarna ist, kann man mit Girokonto öffnen, mit Online-Banking öffnen. Das ist eine Zahlungsmethode einfach. Okay. Wie wollen Sie es aktivieren? Weiß ich nicht, was. Ich verstehe noch nicht so ganz den Hintergrund von der Seite hier. Also Herr Steiner, gucken Sie mal. Wenn Sie jetzt dann auch direkt Ihr Konto aktivieren, werde ich Sie direkt weiterleiten zur Finanzabteilung, wo Sie mit Ihrer persönlichen Finanzberater auch darüber diskutieren können, um zu sehen, wie das funktioniert. Und dann werden Sie das entscheiden, mit welcher Krypto, mit Ihrer Finanzberater werden Sie entscheiden, mit welcher Kryptowährung möchten Sie auch weiter investieren. Und der Finanzberater zeigt Sie auch, wie automatisches System funktioniert und der Unterschied zwischen automatischem System und Selbstverhandeln. Verstehen Sie? Was ist denn da besser? Also ich glaube selbst, natürlich automatisch, wenn Sie keine Zeit haben und wenn Sie keine Zeit verschwenden wollen. Und ich glaube, wenn Sie keine Zeit haben, ist automatisch besser natürlich. Aber was sehr wichtig ist, am Anfang, dass Sie nicht alleine sind, dass Sie mit der Finanzberater darüber diskutieren. Sie werden nicht alleine also handeln. Das ist sehr wichtig. Mhm. Also der Finanzberater wird immer für Sie erreichbar sein. Okay. Und, verstehen Sie? Und wann kann man da dann Geld rausbekommen? Also nach ein paar Wochen schon. Okay, und wie viel denn?
Also, es hängt ab natürlich von der Produkt an, aber Sie wollen mit 250 anfangen, ja? Ja. Jetzt sind sie wieder, jetzt hört man nichts mehr. Wie bitte? Man hört sie zwischendurch immer nicht mehr. Ja, jetzt hören Sie. Ja. Okay. Also ungefähr 30% werden Sie profitieren. Okay. Also 75 € im Monat. Genau. Ungefähr, ja. Okay. Und wie viel nehmt ihr denn davon? 1 bis 3%. Okay. Genau. Okay. Also Beratung von Finanzberatung, so gesagt, ist kostenlos, aber wir bekommen von Ihrer Gewinne etwa Prozente. Aber nicht von investiertes Geld, sondern von Gewinnen natürlich. Ja. Verstehen Sie? Und wo ist eure Firma? Jetzt rufe ich von Berlin an. Ist da auch der Hauptsitz? Hauptsitz ist in Frankfurt. Ah, in Frankfurt. Und ich sehe gerade, man kann ihre Nummer auch gar nicht zurückrufen. Das verwundert mich. Wieso nicht? Ja, weil mein Display anzeigt, dass ihre Nummer ungültig ist. Das verstehe ich auch nicht. Weil wenn ich sie zurückrufen möchte, dann geht das nicht. Ich kann sie auch auf WhatsApp schreiben. Nee, Nee. das soll gehen. Dann können Sie mich auf WhatsApp schreiben oder anrufen. Seid ihr denn auch bei der BaFin reguliert? Beim was? Bei der BaFin? Was ist das? Die Regulationsbehörde aus Deutschland für Banken. Das weiß ich nicht. Das muss ich nachfragen. Finanzaufsichtsbehörde ist es. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so Das muss heißt ich es. nachfragen, ja, das weiß ich nicht. Weil eigentlich Kryptowährungen sind haben auch keine. Deswegen, ich weiß eigentlich nicht, das soll ich nachfragen. Ja. Also Sie haben ein WhatsApp unter dieser gleichen Nummer? Nee. Andere? Ich habe nur Telegram. Also kein WhatsApp. Nee, weil WhatsApp da ist ja mit Facebook und so. Und da habe ich das nicht mehr, weil ich habe da jetzt Telegram runtergeladen. Okay. Also, ja, ich kann nicht. Wir haben nur WhatsApp. Ich wollte meine WhatsApp-ID geben, Ach, sodass Sie dann schade. auch das sie erreichen können. Nee, nur Telegram. WhatsApp habe ich nicht. Okay. Was sollen wir machen? Weiß ich nicht. Was Ja, machen wir? also. Sie wollen es aktivieren oder nicht? Ja, wenn man da viel Geld verdienen kann, dann schon. Also, Herr Steiner, mit was wollen Sie dann aktivieren? Na, wie viel soll man denn da so am besten? Wollen Sie Wie sagen, bitte? na, also 250 € reicht das denn? Für Anfang ja, aber natürlich später sollen Sie weiter, also wenn Sie dann weitermachen wollen, sollen Sie auch weiter investieren. Weil das verstehen Sie auch, man muss ein bisschen Geduld haben. Nicht, dass es auf einmal ein bisschen kommt, dann sagen Sie, ja, ich nehme also auszahlen und so. Weil Ja. wenn Sie dann mehr Profit sehen wollen, natürlich ist es auch logisch, dass Sie mehr investieren. Ja. Und wo kann man euch anrufen, wenn man mal eine Frage hat? Wir vereinbaren einen Termin, dann rufe ich Sie an oder über E-Mail. Ach so, aber also kann man bei euch gar nicht anrufen. Bei uns nicht, aber bei Finanzabteilung, wenn ich Sie weiterleite, ja. Weil bei uns ist es so, Herr Steiner, also wir aktivieren Ihr Konto und ich schicke Ihre Daten zur Finanzabteilung, dann sind Sie dort, schon Ihre Daten sind dann schon dort.
Also da müssen Sie mit der Finanzberater schon kontaktieren. Okay. Ja? Na, ja, wie geht's jetzt weiter? Also, wenn Sie sagen, welche Zahlungsmethode Sie benutzen, kann ich Sie eine Anweisung schicken? Kann man da auch mit Visa-Karte bezahlen? Ja. Welche Bank benutzen Sie? Wie meinen Sie das? Ich habe so eine Visa-Karte. Okay, Visa-Karte von welcher Bank? Ach so, wann, Sie meinen, wer die ausgestellt hat? Oder was? Also, Volksbank, Deutsche Bank, Sparkasse, Raiffeisen, ich weiß nicht. Da habe ich die Norris Bank AG. Norris Bank, okay. Machen Sie es mit, also Sie machen es mit Handy jetzt oder Computer? Ich bin am Computer. Sie sind auf Computer. Also soll ich jetzt von meiner Seite aktivieren und Sie bestätigen von Ihrer Seite? Oder wollen Sie von Ihrer Seite das machen? Na, ich habe jetzt hier so ein Fenster auf der Webseite. Also auf Inertia Finanz? Ja. Das ist die neue Einzahlung, was sehen Sie? Warte mal, ich muss das mal auf Deutsch machen. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. So, jetzt ist das, glaube ich, auf Deutsch. Ah ja, jetzt steht hier neue Einzahlung, ja. Genau, genau. Da muss ich, glaube ich, ein Konto anlegen, ja? Genau. Und jetzt muss ich das benennen. Was? Na, da so einen Namen muss ich da reinmachen. Da steht, benennen Sie Ihr neues Konto. Neues Konto nicht, sondern Sie sind schon, also Sie haben schon ein Konto, aber es ist nicht aktiviert. Ja, hier steht Kontoname, da soll ich einen Kontoname. Einzahlung müssen Sie. Ja, ja, da steht so Kontoname und dann Währung. Kontoname habe ich jetzt. Ja, genau. Genau, und da habe ich jetzt dann, ach ja, da muss dann noch ein Passwort. Und dann Konto anlegen. Erfolgreich erstellt und jetzt steht hier, jetzt einzahlen. So, da habe ich das Konto. So. Ja? Da steht was von BTC. Ich glaube, das heißt Bitcoin. Sie haben 10 Euro gewählt. Ach so. Warten Sie mal. Das stand da, glaube ich, irgendwie vorausgefüllt. Da 250 und dann auf Einzahlung. Ah ja, jetzt. Ja, Kreditkarte. Und jetzt habe ich hier eine Kreditkarte, ja. Und da soll ich denn die Kreditkartennummer eingeben? Genau, solche Nummern. Ja. So. Dann nehme ich da die Nummer. So, Kartennummer habe ich drin. So, das Datum denn noch? Ach nee, das ist ja 24. So, dann brauche ich ja die VVC-Nummer. Ach, und jetzt muss ich hier noch die Rechnungsadresse ausfüllen. Ja, genau. Ja. Da schreibe ich meine Daten dann rein. Das ist aber ganz schön laut bei Ihnen. Was ist denn da los? Ja, wir haben heute Marathontag. Ein Marathontag, was macht man da? Dass wir also Bonusen kriegen und so weiter. So, und was muss man da machen? Wie bitte? Was muss man da machen? Was meinen Sie? Na, an dem Marathontag? So wie Feines und es gibt leckeres Essen und Trinken. Ach, das klingt ja nett. Um etwas zu trinken, ja. Und wofür kriegt man das? Was muss man da machen?
Wie bitte? Wofür bekommt man das denn? Also jeden Monat haben wir einen Tag, wenn wir das, also einen so Feiertag. Ach so. So, jetzt habe ich eingegeben. Okay. Was sehen Sie dann? Noch gar nichts. Jetzt lädt es hier. Jetzt habe ich so einen grauen... Sollen wir das bestätigen? Ja, habe ich eingegeben. Aber jetzt kam hier... Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen. Zu ihrem Schutz erlaubt avalancipay.com es Firefox nicht, die Seite anzuzeigen. Wieso nicht? Weiß ich nicht, da steht irgendwas von Malware. Was? Ja. Also ich habe jetzt auf Bezahlen gedrückt und dann... Oder irgendwie so einen grünen Knopf da zum Schluss und dann war das alles richtig und aber dann ging jetzt hier so, da ist jetzt in der weißen Seite eine dunkle Seite drin von meinem Internet an, also von dem Internet hier und da steht, Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen. Zu ihrem Schutz erlaubt avalancipay.com es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen. Also. Ja. Das ist euer Bezahlanbieter hier, Avalancipay oder wie das heißt. Ich verstehe eigentlich nicht. Ja. Aber das muss ja euer Transferdingsbums sein. Ist kaputt. Hallo? Ja, Herr Steiner. Also ich sehe, also ich verstehe nicht, was Sie sehen. Na hier ist, habe ich ja vorgelesen, dass die Webseite avalancipay.com oder so ähnlich. Das wird euer Bezahlanbieter sein, der erlaubt nicht, dass man die Seite in einem Inline-Frame öffnet. Also eine eingebettete Seite in der Webseite. Das ist nicht erlaubt. Das geht können nicht. Sie vielleicht mich eine Screenshot oder Foto schicken über E-Mail? Das kann ich mal machen, ja. Ich schreibe Sie Hallo. So, okay, Ihre E-Mail-Adresse ist gerold.steiner@t-online.de. Ja, die habe ich auch. Also ich schreibe einfach Hallo. Von Linda Janssen haben Sie. Meinten Sie, ich muss mich da mal einloggen? Also Ihre E-Mail-Adresse, einen Moment bitte, das ist nicht richtig. Ja. Also E-Mail-Adresse ist Gerold und Steiner ist mit Großbuchstaben oder klein? Das ist egal bei einer E-Mail-Adresse. Also warum steht es dann also Gerold.Steiner? Nochmal, Herr Steiner. Ja. Gerold.Steiner@t-online.de. Ja. Warum kommt es dann nicht? Weiß ich nicht. Ich kann ja von einer anderen E-Mail-Adresse schreiben, wenn Sie das wollen. Dann müssen Sie mir Ihre Adresse sagen. Also... Jetzt war gerade wieder so laut. Linda. Punkt. Wann Sie? Linda. Punkt, ja? Janssen. Also, J.A. N. Nora, Sigmund, England. Ja. Nederland. Also Janssen, ja. Und dann at? @inertiafinance.com. Also CO, ja. Ja? Inertia Finance. Das war's. Also .co. Ja, genau. Ja. .co. So, dann mache ich da mal das Bild rein und dann
zeige ich Ihnen, wie die Seite aussieht. Ach ne, das muss ich ja da reinschieben. So. Ich schreibe da mal rein Bild. Und Kuckuck. Und dann schicke ich das mal weg. Habe ich geschickt. Ich aktualisiere. Ja, ich habe es bekommen. Firefox, darf ich einen Moment, bitte? Mhm. Ich will das von meiner Seite mal überprüfen, warum es nicht. Benutzen Sie andere, also Browser, Google oder etwas anderes? Mhm, ich habe nur das. Nur das. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, warum es nicht funktioniert. Weil es hat bei uns vorher nichts passiert. Wollen Sie jetzt über PayPal bezahlen oder Online-Banking? Nee, PayPal habe ich nicht. Dann einen Moment bitte. Mhm. Also Sie haben noch keine Bestätigungsmöglichkeit gehabt. Auf einmal kam es, weil Sie zur Einzahlung geklickt haben, kam dieser? Genau, ganz zum Schluss der grüne Button, ganz unten, wenn man alles ausgefüllt okay, hat. Okay, ich frage nach jetzt. Das aus Versehen das Zahlungstool des Betrügers abgestürzt und nicht mehr erreichbar. Ups. Hoppala. Da ist wohl ein Server abgekackt. Herr Steiner, was Sie nur machen können, ist mit einer anderen Browser. Also können Sie Google herunterladen? Na, aber das geht ja auf dem Rechner nicht. Geht. Wenn Sie schreiben, Google Chrome herunterladen für Desktop oder... Ja, aber ich kann hier keine Programme drauf installieren. Der ist von Arbeit, der Computer, ist nicht meiner. Okay. Das ist das Einzige, das wir machen können, deswegen. Oder vielleicht, Sie versuchen es von vorne nochmal. Ja, kann ich machen. Dann gehe ich jetzt hier nochmal auf die Seite. Also zurück. So. Und dann so. Okay, wir können vielleicht schließen und nochmal von vorne anfangen. Hier steht jetzt. Jetzt ist wieder irgendwas komisch. Jetzt habe ich eine neue Seite aufbekommen über das Zahlungstool. Was haben Sie gemacht? Nur einfach hier auf Aktualisieren gedrückt und jetzt hat das Zahlungstool irgendeine Seite geöffnet. Jetzt steht hier Avalanche Pay Payment. Können Sie auch, also... Und da steht Flutter Software. Oder was? Flutterware. Also wenn Sie, Sie nochmal zurückgehen... Ja, mach ich nochmal. Also, oder ein neues Tab öffnen. So, ich gehe jetzt hier nochmal, so darauf, 250 Euro einzahlen. Dann wähle ich jetzt hier nochmal Kreditkarte aus. Okay, ich hoffe nicht,
Ich mal. Dann trage ich da jetzt meine Daten wieder ein. CVV. Jetzt muss ich hier die ganzen Adressdaten wieder ausfüllen. So, dann habe ich die Adresse auch. Das Land ist Germany. Kommt da gar nicht. Ach ja, da Deutschland. So. Und dann die Stadt und den Ort und der Postleitzahl und der Telefonnummer. So, jetzt habe ich alles ausgefüllt. Genau, bestätigen steht da unten. Und da drücke ich jetzt nochmal drauf. Okay, ja. Bestätigen. Mhm. So. Nee, kommt wieder die Fehlerseite, die gleiche. Ist kaputt. Gleich, ja, okay. Ja, es funktioniert mit anderen Browser nur. Also... welche Handy benutzen Sie? Welches Handy? Ja. Oh, da muss ich mal gucken. Vielleicht wie das können heißt. Sie es auf Handy versuchen, weiß ich nicht. Wenn Sie Google haben auf Handy. Nee, Google habe ich da nicht drauf. Das ist so ein Honwell 10N80. Steht da drauf. Also. Soll ich von meiner Seite versuchen? Ja. Darf ich Ihre Postleitzahl haben oder habe ich schon bekommen? Ja, habe ich schon, oder? Habe ich da abgespeichert, ja. Wie bitte? Habe ich da abgespeichert. Müsste noch drinstehen. Moment. Nämlich noch habe ich es nicht. Nein, es kommt bei mir, zeigt bei mir noch nicht. Ach so, ich hatte das da abgespeichert. Aber irgendwie. Aber warten Sie, da sind ja die Daten. Das kann ich ja hier. Nee, das ist. Ach doch, jetzt geht's. Stadt Berlin. Postleitzahl können Sie sagen? Ja, 12055. Berlin. Und Straßen? Braunschweiger Straße 77, habe ich jetzt aber auch was? Abgespeichert. Steht jetzt drin im Profil. Moment bitte, bei mir steht noch nicht. Immer noch nicht. Also was wir noch brauchen, ist, sind die 16 Nummern von... Ja, also von der Karte, ja? Ja, 16 Nummern von der Karte. Das ist dann die 454... Ja. 105. Ja. Dann die 899. 99. Ja. Dann die 463. 463. 5825. Ja. Ich wiederhole nochmal 454 105. 899 463 5825. Ja, genau. Und Ablaufdatum bitte? April 24. Nochmal? April 24. Okay, 0424. Ja. Und 3 Nummer auf die Rückseite. 910. Ja. Wie bestätigen Sie sonst Ihre, also Online-Transaktionen?
Da kommt in der App immer so ein Ding, dann muss ich da drauf drücken. Okay, auf den, okay, über den App. Einen Moment bitte, ja, bleiben Sie kurz am Apparat. Ja. Also jetzt habe ich auch die Straße. Mhm. Okay. Mache das gleich von meiner Seite. Das kann ein bisschen dauern, ja? Ja. €250, ja? 250, ja. Jetzt von meiner Seite. Mhm. Herr Steiner, darf ich wissen, wie alt sind Sie? 29. Was? 29. 29? Mhm. Okay. Was machen Sie beruflich? Wenn das wieder so laut. Was ich beruflich mache. Mhm. Da bin ich Teppichklopfer. Genau. Teppich was? Teppichklopfer. Und was werden Sie mit das Geld machen, wenn Sie monatlich Profit haben? Weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn ich damit richtig viel Asche schaffe, dann vielleicht gründe ich dann auch so ein Callcenter und mache da meine eigene Kohle. Ein eigenes was? Also ein eigenes Callcenter. Eigenes Callcenter? Ja, warum? Komm, dann kaufe ich mir ein Callcenter, setze da ein paar Leute hin, die dann die anderen Leute dann am Telefon bescheißen. Das hatte ich mir gedacht. Kann man was dem, machen? Ja, na, aus dem Gewinn, was man denn da hat. Da wollte ich mir ein Callcenter kaufen. Okay, genau. Was für Callcenter? Ja, so ein, ja, eins, was, weiß ich nicht, vielleicht auch so wie Sie, nur dass ich da die Leute dann verarsche und dann das Geld einfach behalte. Verarschen? Ja. Dachte ich jetzt. Wieso? Warum sagen Sie verarschen? Na, Sie haben doch gefragt, was ich denn da mit dem Geld machen will. Und das kann ich doch dann dazu nutzen, um dann andere Leute zu verarschen. Also Sie denken, dass wir verarschen Sie? Nee, mit dem Geld, was ich bei euch verdiene, will ich mir so ein Callcenter kaufen, wo ich den Betrug mache. Also, aber wir machen keinen Betrug. Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Na, Sie haben doch gefragt, was ich beruflich machen will oder was ich aus mit dem Geld mache. Und da habe ich dann gesagt, mit dem Geld kaufe ich mir dann so ein Callcenter und zock die Leute ab. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie das machen. Ich habe gesagt, ich mache das dann mit dem Gewinn. Ich wünsche Ihnen viel Glück, ja, in Ihrem zukünftigen Job. Ja, danke schön. Wiederhören. Wieso? Was ist denn jetzt? Sie denken jetzt, dass wir das machen und Sie machen Nein. das weiter? Was ist das? Nein, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich hab gesagt, wenn ich da bei euch den Gewinn raushole, dann kaufe ich mir von dem Gewinn ein Callcenter und zock die Leute ab. Dann mache ich das. Ich habe nicht gesagt, dass ihr das macht. Okay, also das, aber Sie haben das nicht direkt mehr gesagt, aber das, was Sie sagen, meinen Sie damit? Na, das mache ich dann selber. Ich sag nicht, dass ihr das macht. Also was ist da, also okay. Alles Gute, ja, Herr Steiner.
Wieso? Ich dachte, ich kann da bei euch jetzt Gewinn machen. Wiederhören. Warum? Viel Glück noch. Nee, ich dachte, ich kann da jetzt Geld bei euch rausholen. Gero Schimmeldona. Ja. Einen schönen guten Tag, Herr Schimmel. Mein Name ist Marco Meyer. Ich rufe Ihnen aus dem globalen Finanzmarkt. Wie geht es Ihnen, Herr Georg? Ja, schlecht. Schlecht? Hm. Warum denn, Herr Georg? Das ist ja alles scheiße gerade. Scheiße, ja, das ist schon nicht gut. Also, wissen Sie, worum es geht überhaupt, Herr Georg? Nö. Also ja, geht es um, dass Sie sich auf dem Finanzmarkt erfolgreich registriert haben, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Deswegen habe ich angerufen, um weiter dabei zu sein. Aha. Also, ja, geht es um, dass Sie Ihr Konto aktivieren müssen, um weiter Investitionen zu machen. Ja, aber ich will nichts investieren. Wie bitte? Wiederholen Sie es nochmal, Herr Gerold. Ich sagte, ich will nichts investieren. Sie wollen nicht investieren? Mhm, genau. Aber warum haben Sie sich auf der Finanzmarkt registriert, Herr Schimmeldona? Das ist ja schon eine Weile her. Wie bitte? Ich sagte, es ist ja schon eine Weile her. Also, ich will einfach dieses Grundwissen. Sie haben Interesse vor 5 Tagen gemacht, aber jetzt nicht. Ich will dieses auch Grundwissen. Herr Gerold. Ja, weil nur Betrüger angerufen haben. Wie bitte? Weil ganz viele Betrüger angerufen haben. Ja, ja, natürlich, es kann auch sein. Aber haben Sie schon mit jemandem Erfahrungen gehabt? Nö. Sie haben keine Erfahrungen, Sie sind Anfänger, ja? Ja. Also, Sie sagen, dass es gibt viele Betrüger. Das kann nicht ein Grund sein, um weiter Ihre Finanzstadt zu verbessern, ja, Herr Schimmeldona. Wenn man so denkt, dann, das heißt, man kann nicht und man muss nicht Investitionen machen, ja? So, das klingt ja bei Ihnen jetzt auch nicht gerade seriös. Bei uns? Sie haben nicht seriös gesehen oder sowas? Ja, da war nichts Seriöses dabei bis jetzt. Also, wir haben zusammen nicht gearbeitet bis jetzt, oder, ja. Nö, aber Ihr Anruf verrät ja schon einiges. Ich hab schon gesagt, dass ich aus der globale Finanzmarkt Ihnen anrufe jetzt gerade. Und falls Sie Fragen haben oder keine Ahnung, irgendwelche Informationen brauchen, da bin ich dabei, um Ihnen einfach zu helfen und ein paar Informationen zu geben, wenn Sie wollen natürlich. Ja, habe ich ja gesagt, nee, brauche ich nicht. Also, Sie sagen, dass Sie haben keine Interesse mehr, weil Sie es mit vielen Betrüger gearbeitet haben. Ich habe noch mit gar keinem gearbeitet, aber bis jetzt war alles Betrug, was ich so geprüft habe. Und Sie haben das geprüft? Ja. Wenn Sie sagen, dass Sie mit niemandem gearbeitet haben. Ja, das kann man ja aber prüfen, indem man die Lizenznummern abgleicht oder Rezensionen darüber liest und wenn die alle nicht auszahlen und die Webseiten und schnell wieder zu sind. Was haben Sie über uns gelesen? Haben Sie schon? Ja, Sie haben ja Ihren Namen ja noch nicht von der Firma gesagt. Der Firmenname kann ja nicht globaler Finanzmarkt sein. Das ist also, ja auch schon. Herr Schimmeldona, wenn Sie so schlecht schon angefangen haben, das heißt, ja, Sie können auch nicht investieren, ja, wenn genau. Sie wollen. Habe ich ja gesagt. Genau. Aber Sie haben Interesse gezeigt, richtig. Sie haben sich und Sie haben Ihre Daten auf den Finanzmarkt gegeben. Ja, nur weil ich mich irgendwo eingetragen habe, heißt es ja nicht automatisch, dass man Interesse hat. Da hat man halt mal geguckt, ja. Aber Interesse ist ja ein dehnbarer Begriff. Und ich habe jetzt. Aber man muss irgendwie das Ganze probieren und danach sagen, ja. Nee, das muss man nicht probieren, wenn man vorher schon feststellt, dass da irgendwas faul ist. Ich meine, das kann man ja alles nachlesen. Aber Sie wollen Investition machen, ja? Ja, bei einer seriösen Firma. Aber wie gesagt, da ja, schätze ich Sie auch nicht wie so man, ein. Wie man entscheiden kann, eine seriöse oder eine unseriöse Firma ist. Mhm. Wenn man gar keine zu tun hat mit denen. Ja? Man muss irgendwie zu tun haben, dann sagen, ja? Nee, man kann auch vorher recherchieren und dann sagen. Ja, aber ja, ich habe Sie angerufen. Und ja, ich sage, ja, genau. Dass wir das ist ja schon Konto der erste Fehler. Müssen und wie bitte? Ich sage, alleine der Anruf ist ja schon der erste Fehler. Das zeigt ja schon, dass das nicht seriös sein kann. Also, bitte sagen Sie nicht solche Sachen, doch. Ja? Ich bitte Ihnen.
weil sie wissen nicht, mit wem sie sprechen und mit welcher, ja, Handelsplattform sie arbeiten müssen. Bitte sagen Sie solche Sagen. Doch, ich sag das, was ich gerne möchte und das, was ich denke. Also jetzt, Sie haben gar kein Interesse. Genau. Ja, und wollen nicht weiter Investitionen machen. Richtig. Da gehe ich lieber zu meiner normalen Bank. Zu Bank? Ja. Was hat Bank zu tun mit Investitionen? Ja, bei meiner Bank kann ich auch in ETFs investieren. Das ist zwar nicht das Gleiche, aber letztendlich kann ich ja da auch investieren. Wenn Sie an Bank gehen möchten, warum haben Sie bis jetzt nicht gemacht? Ja, weil ich bis jetzt noch nicht wollte. Aber Sie haben Interesse gezeigt. Ja, das interpretieren Sie so, dass ich Interesse gezeigt habe, aber habe ich ja gerade widerlegt. Also Sie können nicht sich, konzentrieren, ja, auf welche Handelsplattform arbeiten müssen oder nicht, ja? Doch, ich kann mich schon konzentrieren. Sie müssen selber entscheiden, ja? Na, habe ich doch. Ja, aber Sie haben bis jetzt keine Entscheidung, ja, getroffen. Doch. Ja, und was für eine Entscheidung haben Sie jetzt? Ja, die Entscheidung war, dass ich meine Daten da nicht weiter eingetragen habe und dann in Ruhe gelassen werden wollte. Und Sie haben schon Ihre Daten gegeben. Das ist schon spät. Ja, aber es ist ja kein Grund, dass man dann noch jemanden anruft. Das ist ja laut Datenschutzgrundverordnung auch nicht erlaubt. Ja, und wenn, wissen Sie, warum solche viele Anrufe kriegen Sie? Ja, weil Betrüger versuchen, bei mir anzurufen und mir 250 Euro aus der Tasche ziehen wollen. Ja, ich habe gerade gesagt, bitte sagen Sie solche Wörter, dass Sie kennen nicht, mit welcher Organisation oder mit welcher Handelsplattform arbeiten, okay? Naja, jeder, der hier anruft, der will halt Geld von mir. Will mir aber mein Geld nicht zurückgeben. Wir brauchen kein Geld von Ihnen. Ach so. Also machen Sie das alles kostenlos und ich muss bei Ihnen auch nichts einzahlen. Ja, natürlich. Sie brauchen nur Geld, um Ihr Konto zu aktivieren. Ja, sehen Sie. Also wollen Sie das Geld haben. Eine Bezahlung, das ist eine Einzahlung. Sowas nennt man dann Betrug. Also, das heißt, wir sind Betrug. Haben Sie so gesagt? Habe ich richtig gehört? Nö, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, das, was Sie sagen, nennt man Betrug. Also, Herr Gerold, ich wiederhole es schon drittes Mal, ja? Ja, ich habe es auch schon 500 Mal wiederholt. Sie haben gar nichts 500 Mal wiederholt, wenn wir zusammensprechen, okay? Dann seien Sie bitte vorsichtig. Wie wäre es denn, wenn hier zum Beispiel mal einer anruft, der wirklich der deutschen Sprache auch vollmächtig ist? Das würde natürlich dann auch schon mal Eindruck machen. Aber wenn man da jedes Mal jemanden dran hat, der deutschen Sprache nicht mal richtig mächtig ist und eigentlich größtenteils nur von seinem Skript ablesen kann, Sie denken, dass Sie auf Deutsch gut sprechen können, ja? Ich kann auf Deutsch gut sprechen, bin ich der Meinung. Ja. Das kann ich nicht sagen. Also, ich hab nicht so viel Zeit. Mhm. Und deswegen verplemperst du aber jetzt schon fast 9 Minuten deiner Zeit. Aha. Wie bitte? Und dann verplemperst du 9 Minuten deiner Zeit, obwohl ich gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt habe, dass ich kein Interesse habe. Aha, also hast du nicht so viel Zeit. Ganz lustig. Genau. Also, deswegen sage ich, wenn man irgendwas anfangen will, dann muss es irgendwie vorsichtig und seriös sein, ja? Damit. Richtig, und das war ja bis jetzt noch nicht seriös. Und wenn Sie Ihre Daten gegeben haben auf der Finanzmarkt, ja, Sie haben nicht daran gedacht. Also, ich wünsche Ihnen, Herr Gerold, einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gut, okay? Ja, und betrügen Sie nicht mehr so viele Leute. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Hallo? Hallo? Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Ja? Ich spreche gerade mit Herrn Lutz. Das ist mein Vorname. Woldenmark. Ja. Perfekt, schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Justin Garnett. Aha. Ich bin ein Account-Manager vom Bitcoin-System. Toll. Und ich habe Sie angerufen, weil ich wollte Sie ein paar Informationen teilen über Trading Online. Aha. Also ich wollte Sie auch gerne fragen, haben Sie Erfahrung mit Online-Plattformen? Nee. Wie bitte? Nee. Können Sie bitte Ihr Handy mehr näher nehmen, weil ich höre Sie ganz schlecht. Ja. Ah, okay. Also. Wie kann ich denn behilflich sein? Also, ich wollte Sie auch gerne helfen, dass Sie können auch Ihr Account aktivieren. Aha. Und auch da anfangen, mit den Profiten zu behalten. Ja.
Also auch dann danach, wenn Sie den Account aktivieren haben, danach können Sie auch einen Termin, bekommen Sie auch einen kostenlosen Termin mit einem Expertbroker vereinbart. Toll. Und der hilft Ihnen, damit Sie können keine Fehler machen. Er hilft Ihnen mit der Operation für beiden Sets, die zu öffnen, damit Sie können auch von der Operation Geld zu verdoppeln, okay? Aha. Also, haben Sie eine Handy oder eine Computer oder Laptop mit Internetverbindung? Ja. Was haben Sie bitte? Das, was Sie gesagt haben. Ja, also was denn von die beiden, die drei? Na, alles davon. Okay, können Sie bitte Ihr Laptop annehmen, anschalten und können wir ein bisschen mit Anydesk verbinden und das zusammen weitermachen? Ein bisschen mit Anydesk verbinden? Wie bitte? Ein bisschen mit Anydesk verbinden? Ja, mit Anydesk verbinden. Nur ein bisschen? Wie bitte? Ein bisschen? Wie ein bisschen? Haben Sie gesagt. Nicht ein bisschen. Wir müssen das machen, also mit Anydesk, damit wir können unsere Arbeit erledigen ohne Fehler. Okay. Okay. Also, haben Sie? Nein. Können Sie bitte lauter reden? Ja. Also, nehmen Sie bitte Ihr Laptop und anschalten und dann gehen Sie bitte beim Anydesk und dann, dass wir können uns verbinden. Ich habe keinen Laptop. Ihr Handy oder Computer? Ja, ich habe einen Computer. Okay, gehen Sie bitte beim Rechner und anschalten und benutzen Anydesk. Sie wissen, was Anydesk ist, weil ich verstehe, dass Sie Erfahrung haben. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Hallo, können Sie bitte lauter reden, weil ich verstehe gar nichts jetzt. Ich verstehe Sie gut. Ja, mir ist scheißegal, wenn Sie mich gut verstehen, weil ich verstehe Sie nicht. Warum sind Sie so unfreundlich? Ja, dann reden Sie laut. Ja, ich rede doch nicht laut. Werden... Warum schreien Sie so? Das ist warum unmöglich. Ja, das empfinde ich ganz als unmöglich. Ganz ehrlich, hast du etwas in deinen Arsch reingesteckt oder was? Können Sie aufhören, mich zu duzen? Sowas gehört sich nicht. Und ich solche Beleidigungen, die möchte ich auch nicht am Telefon hören. Ich verstehe gar nichts. Nee? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Sie reden jetzt wie ein Muschel. Sind Sie bescheuert? Ich warum bin ein bescheuert. Warum beleidigen Sie die Leute, die Sie anrufen? Ich beleidige die Leute, weil die sind richtig dumm. Weil die wollten jetzt verarschen. Sie wollen mich verarschen. Also, Sie sind nicht eine Endsekunde, das kann man die Endgeschäfte machen oder was so weiter. Ich weiß ja nicht, warum Sie anrufen. Ich verstehe das von Ihrer Stimme. Aber ich weiß ja nicht, warum Sie anrufen. Dass Sie können Geld verdienen. Ach so. Aber ich glaube das nicht, dass Sie können das schaffen. Weil für Sie ist das... Keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Nun ja, aber ich werde mein Geld nicht bei Leuten einzahlen, die mich am Telefon beleidigen, duzen und anschreien. Und? Ich glaube, da was muss ist ich... Was ist das Confidence? Ich glaube, da muss ich weiter nach einer seriösen Firma suchen. Das ist der Confidence. Ein Kaffee? Möchtest du einen Kaffee trinken? Ja, klar. Ja. Komm, wir trinken das zusammen. Ich wollte dich einmal treffen. Ja. Ja. Warum? Sie sind sehr unseriös am Telefon. Ja, ich weiß. Warum benehmen Sie sich so? Mach ich ein paar Witze mit Sie. Mit Sie? Ja. Na, mit Sie. Hm. Ist jemand hinter dir, deswegen nenne ich Sie. Das heißt mit Ihnen, nicht mit Sie. Wollten Sie jetzt mich Deutsch lernen, oder was? Ja, Ihr Deutsch ist ja ziemlich schlecht. Okay. Ich kann Ihnen auch eine Doggy-Style lernen. Was für ein Gerät? Verpiss dich jetzt, du Hurensohn. Warum sind von Sie... Von Telefon. Ja? Geh mal in den Arsch zu ficken, Bastard. Haben Sie auch vernünftige Wörter gelernt? Schönen guten Abend, mein Name ist Claudio Mezzaluna und ich melde mich vom Bitcoin Revolution, wo Sie sich angemeldet sind. Hallo? Ja, was denn? Ja. Und ich möchte gerne Sie ein paar Informationen mitzuteilen, was mit Bitcoin momentan passiert oder was ist. Sind Sie vielleicht zu Hause vor dem PC? Zu Hause ja, aber nicht vor dem PC. Sind
Das ist kein Problem. Mit was haben Sie das Anmeldung gemacht, wenn ich fragen darf? Mit einem Laptop, PC oder Handy? Was ist da jetzt der Unterschied? Nee, ich möchte Sie fragen, weil dass ich weiß, wo Sie hingehen sollen und das schreiben, das, was ich sage. Ist das ein Problem, oder? Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Wie bitte nochmal? Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Nein, nein, ich will von Ihnen nichts, gar nichts. Sie haben bei uns angemeldet, deswegen habe ich Ihnen angerufen, um Ihnen irgendwie zu helfen, dass Sie Geld zu verdienen, zum Beispiel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nach Hilfe gefragt habe. Nein, nein, ich habe, wie gesagt, nochmal, ich habe Ihnen angerufen, weil Sie eine Anmeldung bei uns gemacht haben. Darum habe ich Sie angerufen. Ja, aber ich habe doch nicht nach Hilfe gefragt. Nein, nein, Hilfe nicht, aber was meinen Sie zum Beispiel mit den Investitionen online, mit der Forex zum Beispiel? Ja, aber Sie sagen, Sie rufen an, um mir zu helfen, aber ich habe doch nicht nach Hilfe gefragt. Stimmt, das habe ich vielleicht falsch ausgesagt, aber ich wollte sagen, ein paar Informationen mitzuteilen, was mit Bitcoin momentan passiert, deswegen. Ja, dann erzählen Sie mir doch die Informationen. Ja, ich kann Ihnen sagen zum Beispiel, was unsere Experten gesagt haben, dass die Bitcoin-Wert bis Ende März bis zum 60.000 Euro Steigerung haben. Momentan steht um 38.300 Euro, 303 Euro. Und woher wissen Sie das, dass der Kurs steigt? Ja, die Experten wissen das, weil die kriegen Informationen jeden Tag über die Börse, was passiert zum Beispiel, weil wegen der Krise, was momentan ist in der ganzen Welt oder in Ukraine zum Beispiel und sowas, letzte Woche bis heute ist 9.000 Euro gestiegen. Deswegen sagen die, dass... Ja, das kann man ja nicht wissen, wo es hingeht. Es geht nirgendwo hin, der bleibt da, wo der ist, aber ich meine, der Preis von Bitcoin steigt. Ja, woher wissen Sie das? Wie bitte nochmal? Woher wissen Sie das? Ich kann das sagen, zum Beispiel, was ich gehört habe heute früh von unserer Besprechung, was wir gehabt haben mit unseren Experten, ja. Dass die haben gesagt, zum Beispiel, dass Bitcoin wird eine Steigerung haben bis um 60.000 Euro. Ja, und woher wissen die Experten das? Die arbeiten mit dieser ganzen Sache, deswegen wissen die ungefähr, wie das läuft. Ungefähr klingt aber nicht seriös. Ungefähr, das ist mehr als das seriös, kann man nicht sagen. Ich habe vor 2 Jahren auch gesagt zu den Leuten, wo Bitcoin 4.000 Euro war, dass der Wert in 2 Monaten auf 30.000 Euro gestiegen und das hat alles gestimmt, weil die Experten gesagt haben. Ja. Deswegen gehe ich auch da aus, dass die auch diesmal recht haben. Soll ich mich auf Ihr Bauchgefühl bei der Investition verlassen? Nein, nein. Entschuldigung jetzt. Das Investition, was Sie machen, zum Beispiel, das Geld sind bei Ihnen auf Ihre Wallet. Und das können Sie in eine Woche schauen. Sie kriegen einen Bonus von uns. Und können Sie in die Woche schauen, wie viel das Bitcoin steigt. Und wenn Sie zum Beispiel in einer Woche 400, 500 Euro gewinnen, können Sie sagen dann, okay, ich nehme mein Geld zurück mit dem Gewinn, was ich gemacht habe, und ist in Ordnung. Oder können Sie sagen, ich mache das weiter, weil das gefällt mir, wie das alles steigt. Habe ich was Falsches gesagt schon wieder? Da fallen da viele drauf rein auf den Blödsinn. Wie bitte nochmal? Können Sie eigentlich auch richtig zuhören? Ich habe gefragt, fallen da viele rein auf den Blödsinn? Ach so. Entschuldigung, wenn Sie, für Sie das Blödsinn ist, für uns ist das Arbeit. Wir arbeiten den ganzen Tag mit den Leuten und wir machen die Leute machen viele Investitionen über die Bitcoin. Deswegen sage ich auch Ihnen jetzt. Ja, aber bei Warum Ihnen sollte man auf keinen Fall investieren, so einen Quatsch, den Sie da von sich geben. Das ist, Entschuldigung, ich habe Ihnen noch, ich arbeite hier und ich rede keinen Quatsch. Doch. Ich rede, was das ist. Nee, das tun Weil ich nicht. Sehe. Ich sehe, wie die Bitcoin steigt zum Beispiel. Ja, das ist genau. Oder können Sie was anderes tippen zum Beispiel? Ich bin nur der Kontoaufsteller und dann
Können Sie mit einem Finanzexperten sprechen? Machen wir einen Termin und er kann Ihnen genau erklären, was dann passiert. Ja, dann geben Sie mir so einen Finanzexperten. Müssen Sie mit ihm sprechen? Ja. Ja, warten Sie kurz bitte. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Martin Kohl ist mein Name. Ich spreche gerade mit Herrn Voldemort. Ja, sicherlich, Sie haben mich angerufen. Was möchten Sie denn jetzt? Also, ich grüße Sie. Sie haben soeben mit Arbeiter gesprochen, mit Herrn Claudio Mezzaluna, korrekt? Und Sie möchten so neue Informationen von unser Unternehmen so zu erhalten. Ja, kommt da jetzt noch was Sinnvolles oder war es das jetzt schon? Okay, welche Informationen helfen Ihnen von dem weiter? Ja, weiß ich nicht. Also der Kollege vor Ihnen hat ja nur Blödsinn erzählt. Okay, ich bin hier. Ich werde so nur ganz kurz unsere Plattform so vorstellen. Und am Ende sowieso die Entscheidung liegt immer auf Ihrer Hände. Und Herr Voldemort, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich gehabt oder das ist ganz neu für Sie? Was hat das jetzt damit zu tun? Sie wollten mir gerade Ihre Plattform vorstellen oder irgendwas erzählen. Also, Herr Voldemort, ich höre Ihnen so weit weg, ne? Können Sie bitte so vielleicht in der Nähe bleiben? Nee, ich habe jetzt da nicht den Nerv für. Aber wo sind Sie gerade? Sind Sie gerade in Toilette oder wo? Was? Wo sind Sie gerade, in Toilette? Nee. In der Toilette sowieso nicht. Also, haben Sie schon Erfahrung damit, oder? Mit der Toilette. Also mit deiner Mutter dann, du verdammter Arschloch. Sind Sie bescheuert, oder was? Was denn? Ja, hallo, ich bin nochmal der Claudio. Ja, haben Sie einen Lattenschuss, oder was, mich jetzt hier nochmal anzurufen? Ja, sagen Sie, was Sie möchten, das kann ich Ihnen helfen. Ja, von Ihnen will ich bestimmt nichts. Mich am Telefon beleidigen und dennoch irgendwas von mir wollen? Ich glaube, bei Ihnen hackt's wohl. Bei Ihnen muss wohl irgendwie ein absoluter Gehirnschaden aufgetreten sein. Doch. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm gesprochen, weil ich war weg, aber... Ja, das Stück Scheiße hat mich beleidigt. Echt jetzt? Was hat er gesagt zu Ihnen? Ich soll meine Mutter ficken. Darf man sowas nicht... Ich stehe nicht auf Inzest. Wenn ihr Inzest macht, dann könnt ihr das da gerne machen in eurem komischen hier Kakerlakenland. Da könnt ihr alle eure Mütter ficken und durchvögeln, wie ihr wollt. Und mit eurem Vater könnt ihr das auch gerne treiben. Aber sowas wird hier in Deutschland nicht ausgesprochen. Das ist ekelhaft. Wenn ihr auf Inzest steht, dann macht gerne euren Inzest. Das ist hier in Deutschland verboten. Ich weiß schon, was in Deutschland verboten ist. Ich bin auch in Deutschland, deswegen sage ich Ihnen. Ach, das ist ja Quatsch. Das ist ja schon wieder der nächste Bullshit. Warum ist das Bullshit für Sie? Ja, weil es nicht stimmt. Das stimmt, was ich Ihnen sage. Das glaube ich Ihnen nicht. Wo wohnen Sie zum Beispiel? Das geht Sie überhaupt nichts an. Nee, ich frage zum Beispiel, was... Naja, ich habe Ihnen erzählt, was momentan ist mit Bitcoin. Deswegen wollten Sie mit dem Broker sprechen und deswegen habe ich ihn verbinden lassen. Aber sonst habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Ich habe Ihnen nicht beleidigt oder sowas. Ihr Unternehmen hat nichts mit Seriosität zu tun. Absolut nichts. Entschuldigen Sie bitte, ich war ganz nett mit Ihnen. Ja, trotzdem hat Ihr Unternehmen nichts mit Seriosität zu tun. Sie arbeiten in einem illegalen, gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrugs-Callcenter, wo die Leute ausgeraubt werden. Mehr ist das nicht, was ihr da macht. Das ist illegal. Nein, doch. Woher wissen Sie das, wenn ich fragen darf? Ja, also das merkt man schon an der Kakerlaken-Aussprache, dann an den Kakerlaken, die nur beleidigen können. Da braucht man sich nicht wundern. Und dann grundsätzlich habe ich auch keine Erlaubnis erteilt, angerufen zu werden. Dafür braucht man in Deutschland ein Double Opt-in. Das habt ihr auch nicht. Ist in Ordnung, was Sie meinen, aber Sie brauchen zu mir nicht sagen Kakerlaken, weil ich bin kein Kakerlake erstmal. Naja, doch. Zweites Mal darf man auch nicht die Leute beleidigen, weil jeder Gespräch wird angehört und dann... Richtig, ganz genau. Und dann wird es auf YouTube veröffentlicht. Genau, deswegen brauchen Sie nicht so beleidigen, die Leute. Doch. Kakerlake. Entschuldigung, ich habe Sie nicht, dass Sie Kakerlake sind oder sowas. Warum ja, aber Sie sind eine Kakerlake. Aber wieso sagen Sie das zum Beispiel? Ja, weil Sie die Leute betrügen. Nein. Doch. Es gibt vielleicht die Kompanie... Ja, genau, da gehört ihr dazu. Nein, das gehören wir nicht dazu. Deswegen sage ich... Wir können mal zusammen auf Internetseite schauen
Ist das Quatsch? Ob wir registriert sind. Ja, das bedeutet ja nicht automatisch, dass ihr bei keinen Betrug macht. Und wenn ihr bei der SciSec reguliert seid, das ist nichts wert. Die SciSec reguliert lauter Betrüger. Wir sind keine Betrüger. Erstes und zweites, wir haben tausende Kundschaften, das bei uns investiert haben. Das ist auch Quatsch. Das nennt man Betrugsopfer bei euch. Nicht Kundschaft. Betrugsopfer. Entschuldigen Sie bitte. Wir arbeiten in Frankfurt am Main. Das glaube ich dir Kompanie nicht. Nein, das ist Quatsch. Unsere Kompanie ist Nein, in London. Mit so einer Aussprache arbeitet man nicht in Frankfurt am Main an der Börse. Das ist absolut Blödsinn. Wieso? Wie spreche ich denn nicht? Sprichst du was? Muss ich das jetzt noch weiter begründen? Ich meine, ich habe es doch jetzt schon ausgiebig erklärt, oder nicht? So langsam wird es ein bisschen nervig. Ich habe gesagt, ich mache mit Betrügern keine Geschäfte, ihr gehört dazu. Ich wurde hier beleidigt am Telefon und damit ist Ruhe, oder? Muss man da jetzt noch weiter diskutieren? Oder bringt euch das irgendwie noch weiter Geld, wenn man jetzt mit den Opfern weiter telefoniert? Ich meine, ihr habt ja davon durch keinen Gewinn. Ich meine, letztendlich verplemperst du nur deine Zeit, währenddessen du jemanden anderen betrügen könntest, oder nicht? Siehst du? Ich wollte Sie nicht betrügen. Doch, doch. Und zweites Mal, wenn Sie nicht wissen, sagen Sie einfach, ich habe kein Interesse und das Gespräch wird beendet. Das ist kein Problem. Aha, also muss man sich erst beleidigen lassen dafür. Das ist ja interessant. Nein, nein, ich beleidige keinen Mensch. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin ganz nett und ich rede mit... Ja, aber ich bin nicht mehr nett. Ich will mit Kakerlaken nichts zu tun haben. Ich wusste das nicht, dass die Kakerlaken reden können oder sowas, sprechen können. Tja, manche Kakerlaken schon. Leider. Ja, das ist nicht gut, was Sie sagen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ihr nicht sprechen könntet, richtig, ganz genau. Wenn ihr nicht sprechen könntet, könnt ihr da wenigstens die Leute nicht bescheißen. Aber woher wissen Sie? Sucht ihr doch einfach mal einen anständigen Job. Das müsstet ihr doch langsam einleuchten, dass ihr die Leute nur beklaut. Das ist doch nicht sinnvoll, was du da machst. Ich meine, ganz blöd scheint es ja nicht zu sein. Sucht ihr einen anständigen Job. Auch wenn man vielleicht mit einem anständigen Job weniger Geld verdient, dann sucht ihr zwei anständige Jobs. Das ist scheißegal. Ja, ja, das ist schon klar. Das wissen wir schon, aber... Ja, habe ich ja gesagt, dass ihr das wisst. Richtig. Also sucht ihr was Vernünftiges. Das ist aber unsere Sache, was wir machen. Nee. Aber das ist kein Problem. Wenn Sie nicht müssen, ist es überhaupt kein Problem. Sie sind bei uns angemeldet. Ich habe bei Ihnen nicht angerufen, weil ich das, gerne mag. Aber ja, ich wurde auch nicht angerufen, weil ich das gerne möchte. Das habe ich auch nicht gesagt, dass ich angerufen werden möchte. Und warum Regel, haben Sie das Anmeldung gemacht bei uns? Habe ich ja nicht bei euch gemacht. Ich habe die über eine Werbeseite gemacht. Und da danach rufen nur noch Betrüger an. Ja, warum sollen wir das machen, wenn Sie in die richtige Werbeseite angemeldet sind? Ja, aber ich wurde ich wurde darüber nicht unterrichtet, dass ich jemals dazu angerufen werde zu dem Thema. Und es rufen trotzdem tausende Betrüger-Callcenter an. Und auch wirklich tausende. Ach so, ja, deswegen sind Sie genervt, aber nicht wegen mir. Na doch, wegen dem Stück Scheiße, wohin Sie mich verbunden haben. Wegen dem Stück Scheiße bin ich jetzt genervt, ja. Weil der hat gemeint, ich soll meine Mutter ficken. Und sowas kommt nur bei euch da im Kakerlakenland vor, aber nicht hier. Okay, das weiß ich nicht. Das kann doch keine seriöse Firma sein. Da kann man sich doch selbst gar nicht mehr für ernst nehmen. Und verbunden hast du mich auch nicht. Der Typ hat neben dir gesessen und du hast einen Hörer weitergereicht. Ich bin ja nicht blöd. Ich hab's ja gehört. Wenn du mich verbunden hättest, dann wäre Wartemusik oder irgendein Tuten gekommen. Aber das ist auch nicht gekommen. Du hast einfach nur dein Headset weitergereicht, mehr nicht. So macht man das halt in Betrüger-Callcentern. Nein, wir sind keine Callcenter, mein Freund. Doch. Viele, viele Menschen in einem Raum, alle telefonierend, ist die Definition von Callcenter. Entschuldigung, dann schönen Abend, dann würde ich gehen, weil ich kann mit dir nicht mehr diskutieren. Das wünsche ich dir auf gar keinen Fall einen schönen Abend. Ich hoffe, dass dein Abend so richtig schön versaut wird. Wenn nicht durch mich, dann hoffe ich, dass noch irgendjemand anderes dazu beiträgt. Danke Ihnen, schönen Abend. Ja, sehr gerne. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Carla Name. Ich rufe Sie im Auftrag von der Firma Böcher an. Spricht sich mit Herrn Lausebinger? Ja, Herr Lausebinger ist hier am Apparat. Aber was für eine Firma? Ich habe das nicht ganz verstanden. Was machen Sie? Das ist die Norddeutsch-Klassenlotterie. Ach so. Die hatten sich an einem Online-Gewinnspiel registriert gehabt. Und als Dankeschön haben sie jetzt von uns den Extra-Joker gewonnen. Da sind sie jetzt bei der 10-Jahres-Rente zum monatlichen 5.000 Euro dabei. Die Renten sind auch immer steuerfrei und vererbbar. Wenn Sie da was zum Schreiben da haben, gebe ich Ihnen die Webadresse durch. Haben Sie da was zum Schreiben? Ist ja verrückt. Ich habe noch nie was gewonnen. Warten Sie mal, ich guck mal hier. Ich muss mal so einen Stift haben schon. Ich brauche jetzt viel. Jetzt mangelt es nur noch am Zettel. Moment. Machen Sie ganz in Ruhe. So, jetzt habe ich ein Schreibchen hier. Super. Das ist www. Kann ich das nicht gleich am Computer eingeben?
Das ist doch viel einfacher. Also, wie Sie möchten. Ja, dann sagen Sie mal. www.028-028-50.de. .de. Das ist ja mal eine komische Adresse. Das ist die Webadresse. Das hat die Firma Virtual erstellt. Ne? Dazu habe ich keinen Einfluss drauf. Und da die Webadresse fordern Sie den Extra-Joker an. Dann haben Sie praktisch Ihre Losnummer in der Hand und werden da von uns schriftlich und auch telefonisch informiert. Ne? Dann drücke ich auch ganz fest die Däumchen, dass es für Sie auch mit dem Gewinn klappt. Durch die Registrierung haben Sie jetzt auch noch das Link hier bei dem Hauptspiel dabei zu sein. Zur Qualitätssicherung wird unser Gespräch aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Dient nur für schulische Zwecke. Ja, das ist mir egal. Ja, dürfen wir Sie auch zukünftig über attraktive Böscherangebote informieren? Das ist nur rein informativ, ne? Dann machen wir das bei Ihnen. Ja, nee, eine weitere Anrufe brauche ich jetzt nicht, nee. Nein, also wir machen hier keine Werbeanrufe. Wir arbeiten hier für eine Sprüche. Wir sind der Rückruf durch Ihre Registrierung. Ne? Das ist ja nur rein Information. Die Informationen bekommen Sie jetzt nicht jeden Tag zugesendet, einmal im Monat. Weil Sie jetzt hier eine Glückstrainer haben, sind Sie jetzt an mich weitergeleitet worden. Wir spielen jetzt von April bis September insgesamt 1,6 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose aus. Sie merken ja selber, es ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose, weil wir möchten, dass auch jeder Teilnehmer was davon hat. Deswegen stückeln wir die Millionen. Das bedeutet, Ihre Lose, die werden jeden Tag 100 Mal für die 10.000 Euro gezogen. Das machen wir dann täglich im Wechsel zu einer ganzen Million, damit wir auch eine gerechtere Spielverteilung haben. Dann gebe ich Ihnen auch jetzt meinen Namen und die Codenummer durch, damit Sie auch wissen, mit wem Sie gesprochen haben. Mein Name ist Carla Kaufmann Anton Ludwig Anton. Mhm. Codenummer 2412, so wie Heiligabend, kann man sich gut merken. Ja. Mit der Angabe der Codenummer melden wir uns bei Ihnen. Sollte diese Codenummer nicht durchgegeben werden, dann sind wir das auch nicht. Ne? Wir rufen Sie immer von der NKL Böscher an und die Gewinne, die überweisen wir auch innerhalb von 3 Werktagen steuerfrei auf Ihr Konto. Aha. Ne? Also das sind Gewinnerlose, die Gewinne sind hier alle staatlich garantiert. Natürlich werden Sie jetzt in den 6 Monaten nicht steinreich, aber über ein paar tausend Euro, da freut man sich ja genauso. Ja, das ist klar, das hat man ja gern. Freut sich da nicht, genau. Mhm. Und das Besondere ist immer, Sie spielen hier immer ohne Unterschrift mit, das ist hier auch kein Vertrag, kein Abo, uns müssen Sie auch nicht heiraten. Ne? Wenn Sie da Fragen oder Änderungswünsche haben, genügt ein Anruf, da brauchen Sie auch nicht schriftlich zu kündigen. Aha. Und, ne? Man hat... Ja, erzählen Sie. Das Besondere ist bei der NKL, solche ist auch immer, Sie spielen hier immer ohne Unterschrift mit, das ist hier auch kein Vertrag, kein Abo, uns müssen Sie auch nicht heiraten, wie gesagt, wenn Sie da Fragen oder Änderungswünsche haben, genügt kein Anruf, da brauchen Sie auch nicht schriftlich zu kündigen. Aha. Ne? Man hat für Sie... Herr Lausdengel, das kleinste Lospaket reserviert. Das sind die 3 Lose zum monatlichen 70 Euro. Sinn und Zweck der Aktion ist nicht nur, dass Sie einfach nur teilnehmen, sondern dass Sie auch mal was gewinnen und uns weiterempfehlen. Ne? Na, ich dachte, ich habe jetzt was gewonnen, jetzt soll ich was bezahlen. Sie haben den Extra-Joker gewonnen. Das ist hier ein Zusammenhang mit dem Hauptspiel. Ne? Hier, das ist, also wir spielen praktisch einen Monat. Wenn ich doch noch was bezahlen muss, dann ist doch das kein Gewinn. Nein, Sie sind durch die Extra Joker kostenlos bei der Rentenverlosung dabei. Und hier bei dem Hauptspiel, da möchten Sie auch gewinnen. Aber nicht, wenn ich was bezahlen muss. Aber gewinnen möchten Sie. Sie zahlen ja hier ein, um gewinnberechtigt zu sein, Herr Laumsfinger. Ja, aber ich habe vorher auch nicht bezahlt. Wie bitte? Ich habe ja vorher auch nicht bezahlt. Da haben Sie sich in einem Online-Gewinnspiel sich registriert gehabt. Ja, und nur habe ich ein bezahlbares Gewinnspiel gewonnen, oder wie? Jetzt muss ich den Gewinn bezahlen.
Also sie bezahlen nicht den Gewinn. Sie haben, das ist ein extra Joker, das ist ein Zusatzlos bei der Rentenverlosung. Durch den Rentenlos haben sie jetzt das Privileg, hier bei dem Hauptspiel dabei zu sein. Das sind Gewinnerlose, die Gewinne sind hier alle staatlich garantiert. Die Frage ist nicht hier, ob sie gewinnen, sondern wie oft sie gewinnen. Ja, aber wenn das eine mit dem anderen verbunden ist, dann ist das ja kein Gewinn mehr. Warum ist das kein Gewinn mehr? Also ich darf mich auch keine Märchen mehr sehen. Aber was tun Sie doch gerade? Wie bitte? Na, ich sage, was tun Sie doch gerade mit dem Märchen? Wenn ich jetzt hier was bezahlen soll, dann ist das kein Gewinn mehr. Hier bei dem Hauptspiel, dazu zahlen Sie. Das Spiel fängt am 1. April erst an. Ja, aber ist ja egal, dann muss ich es ja bezahlen, dann ist es ja kein Gewinn. Ja, Sie haben, das ist hier ein Zusammenhang. Sie spielen hier praktisch einen Monat. Ja, aber dann ist ja trotzdem kein Gewinn, wenn es zusammenhängt. Also den Extra-Joker, den zahlt man. Das haben Sie aber gewonnen. Ja, also ich muss meinen Gewinn bezahlen. Ja. Was ist denn das für eine hohle Scheiße? Ich glaube, Sie sind nichts anderes als eine Betrügerin. Tag. Ja, guten Tag, Herr Lorios. Ja, ja, richtig? Ja. Also, ich bin Jonas Hoffmann aus globalen Finanzmarkt. Aha. Sie haben sich erfolgreich bei uns registriert und ein Handelskonto erstellt, richtig? So, wie heißt denn die Seite? Wie? So, wie heißt denn die Seite? Die Seite? Ja. Also, das ist die Global Finanzmarkt. Ich kann mich nicht an der Seite erinnern, Global Finanzmarkt. Also, Sie haben eine Werbung gesehen und sich registriert. Ja, und wo habe ich mich da registriert? Also, das ist die, Oil Profit. Erinnern Sie sich? Nö. Oil Profit. Sagt mir nicht. Also wegen Krieg in Ukraine ist das Oil jetzt sehr aktiv, ne, zum Profit machen, also zum Traden. Aber ich will mich auch nicht an dem Leid von anderen Leuten bereichern. Sowas gehört sich nicht. Also Sie haben auch Ihre meine Frage nicht beantwortet, auf welcher Seite ich mich registriert habe. Ja, habe ich gerade gesagt, bei Old Profit. Ja, aber das war doch nur eine Werbung. Ja, das war eine Werbung und Sie haben sich da registriert. Also. Aha. Ja, und also bei wem bin ich jetzt? Globalen Finanzmarkt. Also Ihre Firma heißt Globaler Finanzmarkt. Genau. Aha. Und ist das eine Kapitalgesellschaft oder eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH? Also das ist... Ja, reden Sie nur auch noch oder kommt er nicht mehr? Sie haben Ihr Mikrofon ausgemacht. Also, hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie wieder. Also, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Heißt Ihre Firma Global Finanzmarkt und dann AG oder GmbH oder weiß ich nicht? Also, das, Weil dann also, google ich mal noch Ihre Firma, dass ich mir mal ein Bild machen kann. Also, das ist, Moment, es gibt kurz technische Probleme. Einen Moment warten Sie, ja? Technische Probleme? Also, ich höre nicht um technische Probleme. Das ist nur das Problem. Hallo. Wie heißt denn nur die Firma genau? Weil dann würde ich mir die Firma mal angucken. Ja. Also unsere Firma ist eine Online-Handelsfirma, ne? Online-Trading, Online-Handelsfirma. Ja, aber danach habe ich ja jetzt nicht gefragt. Ja, also wegen technischer Probleme habe ich nicht alles gehört. Ja, ich habe gefragt, was Sie für eine Firmierung haben. Sie haben gesagt, Ihre Firma heißt Global Finanzmarkt. Und, genau. Und dann AG, GmbH oder KG oder eine Limited oder weiß ich nicht. Also nichts davon, also wie sieht nur die Online-Handelsmarkt, ne? Also. Na, ich dachte, Sie heißen Global-Finanzmarkt. Ja, Global-Finanzmarkt, wo Sie können online handeln, ne? So heißt die Firma. Das ist, ja. Das ist der Name. Ja. So. Globale Finanzmarkt. Ja, aber wenn ich das Ihnen gebe, dann kriege ich ja keinen Firmennamen. Also das ist ja nicht die Firma. Also wie? Ja, GmbH oder AG oder... Ja, GmbH, ja. Also Global Finanzmarkt GmbH. Genau, ja. GmbH. Dann gebe ich das jetzt hier mal in. Ich kriege jetzt immer vorschlagen, GmbH und KKG oder nur GmbH? Nur GmbH. Okay, dann gucke ich das mal. Also, Sie werden also, das bald mit Ihnen, mit Ihrem eigenen Experte das alles beantworten. Ja, aber bekommen, die Firma gibt es so nicht.
Also bei uns kriegen sogar Sie auch eine eigene Finanzexpert. Ja, aber ich finde Ihren Firmennamen nicht. So wie Sie mir Ihren das, eigenen Firmennamen sagen, finde ich Ihre Firma einfach nicht. Einfach nicht im Google finden, ne? Also das. Also wenn Sie sagen, Sie heißen Global Finanzmarkt GmbH, dann muss ich Sie auch unter diesem Namen bei Google finden. Also wie sind du online? Also wir haben. Naja, ich habe Sie auch online eingegeben. Ich habe jetzt hier nicht im Telefonbuch geguckt. Ja, dann sollten Sie doch auf zu uns kommen, ne? Ja, aber wenn ich einhebe, Global Finanzmarkt GmbH, dann kommt da nichts. Also, da kommt ganz viel, aber die Firma gibt es nicht. Also, ich weiß es nicht, warum Sie das nicht finden können, also... Ja, wir sind einfach so eine online... wie kann ich Sie denn bei Google finden? Also, ich glaube, Sie können nicht das über Google finden, ne? Das ist weil eine Plattform, ne? Das aber spielt ja keine Rolle. Also, jedes seriöse Unternehmen finde ich bei Google. Also, ohne Wenn und Aber. Also, wollen Sie jetzt bei uns Ihre Konto aktivieren lassen, oder nicht? Nee, garantiert nicht, weil das hört sich nach Betrug an. Also, Sie kriegen bei uns eigene Finanzexperten, der... Ja, ich brauche keinen Finanzexperten, den ich nicht finden kann. Moment, ja, einen Moment bleiben Sie dran, ja? Ich mach gleich, okay? Doch, dann gucken wir mal, was jetzt für eine Geschichte kommt. Hallo, ist da noch jemand dran? Hallo, dein Mikrofon ist wieder aus. Hey, Richard, was ist denn du jetzt hier? Ich dachte, du hilfst mir mal da eben ran, der ein bisschen Ahnung hat. Aber du redest ja nicht mehr mit mir. Also, jetzt. Ja. Also, unser Plattform ist das, die Altima, ne? Ich dachte, er heißt Global Finanzmarkt GmbH. Ja, wie heißt das so? Aber unsere Plattform ist Altima und unsere Partner sind Bitpanda, Nuri... Ja, mich interessieren nur nicht die Partner, mich interessieren, wie ihr heißt. Ja, so, Altima, wie finde ich jetzt euch bei Google? Wie? Ja, wie finde ich denn euch jetzt nur bei Google? Also, schreiben Sie einfach Moonpay in Google oder so, dann sehen Sie unsere Plattform. Ne, also Moonpay sind ja nicht Sie, das ist ja Quatsch. Moonpay ist eine Kryptotauschbörse. Moonpay ist unser, ja, Moonpay ist unser Partner. Ne, ich wollte nicht Ihren Partner wissen. Mich interessieren Ihre Partner, mich interessieren Ihre Partner. Ja, also wenn Sie, haben Sie nicht mal eine Webseite oder was? Also, hallo, ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie nicht mal eine Webseite oder wie? Wir haben. Mach denn, sag der Webseite. Schreiben Sie einfach nuri.com. Das müssen Sie mir buchstabieren. Das gehört uns, das ist unser Plattform. Ja, dann buchstabieren wir. N-U. Ein N wie? Ein N wie? Moment. N wie. Nudelsuppe. Niemand, ne? Ein N wie Nudelsuppe. Ja, N wie Nina. Ja, und dann? U wie Uwe. Ein U wie unterirdisch. Ja. Ja. R wie Richard. Warte, ein R wie Rudelbumsen. R wie Richard, ja. Und I wie Ida. So ein I wie Ida. Wie Irrenhaus. Ja. Ja. .com. .com. Also ein C, also wie so ein halbes O, dann kommt ein ganzes O und dann krieg ich hier so ein Kamel mit zwei Buckel. So, dann gucken wir mal hier. So, jetzt bin ich auf nuri.com. Also das ist hier so eine Seite mit so einem Kaktus drauf. Ja. Da hat einer ein Handy ins Kaktus gesteckt. Ja, so. Genau. Und nun gehen wir mal zu euer Impressum. Wo habt ihr denn das Impressum versteckt? Ganz unten, da steht Imprin. So, da hab ich mal drauf gedrückt. So. Na, aber da hast du mich ja voll belogen, wa? Weil im Impressum steht nicht Global Finanzmarkt GmbH. In eurem Impressum steht Nuri GmbH. Willst du nicht mal, wie deine eigene Firma heißt, oder was? Also, wir sind also allgemein die globalen Finanzmarkthandel. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, dass ihr Global Finanzmarkt GmbH heißt und dabei heißt du doch nicht mal so. Du, hier steht Nuri GmbH. Das ist ja komplett verarscht, was du mir erzählt hast. Also, ich verarsche sie nicht. Also, ich habe gesagt, was, wie das ist. Also. Na, aber natürlich ist das verarscht. Du sagst mir einen ganz anderen Firmennamen, als auf eurer eigenen Webseite steht. Du musst dir doch mal einig sein, wo du arbeitest. Ob du bei Global Finanzmarkt GmbH arbeitest oder bei Nuri GmbH.
Also ich arbeite bei globalen Finanzmarkt. Ja, und warum zeigst du mir eine fremde Webseite? Weil wir haben nicht unsere eigene. Ich sag Ihnen doch, wir haben Partner. Na also, ja, also wenn ihr nicht eigenes habt, dann ist das für mich Betrug. Also das ist nur Betrug. Das ist Abzocke, kriminell und nicht anderes. Das ist doch total verarsche. Wenn du von mir Kohle haben willst, dann musst du mir eine vernünftige Webseite zeigen können, die deiner Firma hier hat. Ich will nicht mal retten, wie soll ich das machen? Ja, weil sie zeigen mir ja nicht. Sie zeigen mir fremde Webseiten, die nicht Ihnen gehören. Ja, Sie stellen 1000 Fragen und lassen mich nicht mal beantworten. Naja, bis jetzt kommen mir nur Kacke, wenn er was beantwortet ist. Das ist doch nicht ja, sinnvoll dabei. Warum interessiert sich, wo wir in Google sind, wo was wie heißt und was Na, weil ich mich über die Firma informieren will, wo ich Geld drin zahle. Ich zahle doch nicht Geld irgendwo drin, wo ich nicht über die Webseite will. Wenn Sie irgendwas investieren möchten und damit ihr Geld arbeiten möchten, das ist was anderes. Aber wenn Sie so 1000 Fragen stellen, da kann ich leider nicht beantworten. Ja, also das sind dann Betrüger, die nicht antworten können. Ja, okay, dann wissen Sie so. Ja, also sind Sie ein Betrüger. Dann machen wir das Ja. Perfekt, dann wissen Sie Bescheid. Natürlich seid ihr Betrüger. Vor allem der absolute, ihr seid Betrüger. Du bist ein krimineller Betrüger. Spreche mit Herr Loris Knusprig. Knusprig, ja? Mein Name ist Tomasin, ich rufe Sie vom Finanzspital FX. Sie haben heute gemacht eine Registration über Bitcoin Trading am Bitcoin-Plattform, ja? Was, heute? Nee. Ja, das ist richtig. Nee. Wieso? Ich habe hier in meinem Computer, in unserer Plattform, bei unserer Firma, sagt, Herr Loris Krusnik hat gemacht... Knusprig hat gemacht ein halb elf eine Registration. Ja, aber nicht heute. Über Online-Trading, über Bitcoin. Ja, aber nicht heute. Nicht heute? Nee. Und wen haben Sie gemacht, diese Registration? Ja, weiß ich nicht, das ist schon über 14 Tage her. Ah, okay, aber Sie haben ja ein bisschen Erfahrung gemacht, ein bisschen Interesse verdienen oder haben Sie gar nicht gemacht über Online-Trading, Herr Knusprig? Knusprig. Ja. Sie sagen immer meinen Namen falsch. Wie bitte? Sie sagen immer meinen Namen falsch. Sie haben gemacht Ihren Namen falsch? Nein, Sie sagen immer meinen Namen falsch. Knusprig, ja? Nein, Knusprig. Knusprig, ja, jetzt ich verstehe. Ja. Und Sie sind richtig interessiert jetzt über diese Bitcoin-Trading, ja? Wie meinen Sie das? Sie sind interessiert in dieser Registration, wo Sie haben gemacht, über Bitcoin-Trading. Ja, aber ist ja schon 14 Tage her. 15 Tage? Hallo, bitte? Ja? Hören Sie mich? Ich möchte Sie hören, ja. Wie bitte? Ja. Ja, in 15 Tagen haben Sie gemacht eine Operation oder... Nee, ich kann nicht operieren. Dafür habe ich gar keine Zulassung. Wie bitte? Dafür habe ich keine Zulassung. Ich verstehe das nicht. Haben Sie keine Zeit? Nee, ich habe keine Zulassung zum Operieren. Aha. Sie operieren nichts? Ich operiere nicht, nee. Okay. Sie haben ein bisschen Zeit über diese... Ich brauche nur paar Minuten über unsere Firma Finanzkapital FX mitzuteilen, ein paar Informationen. Ja, dann los mal schieß. Wie bitte? Dann los mal schieß. Okay. Oh, und Sie können warten nach 120 Minuten, wenn Sie wollen. Wir haben einen Spezialist über dieses Thema und Sie können reden mit der Besser, wenn Sie Interesse haben. Wegen diese Operationen jetzt sind sehr, sehr, sehr hoch. Wegen dem Krieg am Russland gehen. Mit dieser haben Sie wissen die Bitcoin-Preis heute, ja? Aber der Krieg, der ist doch da schon über 7 Jahre. Wie bitte? Der Krieg ist doch da schon über 7 Jahre. Ja, ich weiß, mit Crimea, aber die richtige Konflikt.
Ist nee. Jetzt der letzte 20. Tag. Nö, der ist schon seit 7 Jahren exakt gleich. Da ist nichts seit 20 Tagen anders. Ja, das aber ist alles gleich Tag? Schon immer. Wie bitte? Das ist doch da schon die ganze Zeit so, nicht erst seit ein paar Tagen. Ah, okay. Okay, ich verstehe das. Aber jetzt, ich zeige, wegen die, weil diese Kriege, die Preise von Bitcoin und von alle Kryptowährungen ist hoch. Verstehst du, weil ich spreche über den Krieg. Ich bin nicht ein Spezialist über Krieg. Ich bin ein Spezialist über Kryptowährungen. Aha. Ich mache Operationen über das. Also sind Sie Arzt? Hallo? Doktor? Dr. Bitcoin? Hallo? Oder Dr. Krypto? Hallo? Hallo? Ja. Ja, und jetzt, Herr Knuspri, wo sind Sie bitte? Wo ich bin? Ja. Auf der Toilette. Zu Hause, zu Arbeit oder zu Büro. Ja. Hallo, Herr Knuspri. Mehr oder weniger alles richtig, aber jetzt bin ich, wie gesagt, auf der Toilette. Wie bitte? Was denn? Sie wollten mir doch irgendwas erklären, oder nicht? Ja, ich erkläre auch. Ich habe Ihnen gesagt, über diese Registration, über Online-Trading. Für diese schon für Sie. Und das waren jetzt alle Informationen, oder wie? Nee, Sie haben aufgelegt. Wie bitte? Sie haben aufgelegt. Ja, ich habe gelegt, aber die Linie war ein Problem über diese. Sie haben einen Computer dort und ich kann ihr alles erklären. Wie heißt denn die Firma? Mein Name ist Thomas Sinks. Nee, die Firma. Thomas. Also Thomas, amerikanischer Name. Die Firma Thomas heißt Thomas. Nein, Thomas, nicht Thomas. Ja, aber die Frage ist, wie die Firma heißt. Wie bitte? Intelligenz mit dem Löffel gefressen, ne? Ja, ich verstehe das. Jetzt können wir machen diese Online-Operation. Wie heißt denn die Firma? Können Sie auch irgendeine Frage beantworten oder geht das nicht? Wie bitte? Oh Gott. Wie kann man da solche Leute hinsetzen, die wirklich kackenblöd sind? Ja, ich lese. Ich habe Ihnen gesagt, Finanzkapital. Haben Sie da auch jemanden, der vernünftiges Deutsch kann? Ja, nach 20 Minuten, es kommt die Spezialistin, die deutsche Sprache. Können wir rufen nochmal? Die Englisch ist besser für Ihnen. Wir haben einen englischen Spezialist oder. Verstehen besser im Englisch. Herr Knusprig. Hallo, Herr? Ja. Ja, okay, wir können machen so. In 20 Minuten, wir können machen mit den Spezialisten über Deutsch. Er erklärt alles. Sie ist eine Fräulein, sie ist der Spezialist bei uns. Und wir können machen in Englisch. Wenn Sie Englisch können sprechen, wir können machen zu Englisch auch. Wie Sie wollen. Herr Knuspig. Ja? Ja, ich bin. Ja. Was? Ich habe eine Frage. In 20 Minuten, die Frau Spezialistin bei unserer Firma, die Vorgesitzerin, kommt. Sie wollen warten vor diese Frau. Sie wollen machen in Englisch. Sie wollen machen jetzt mit einem Computer, wie Sie wollen, Herr Knusprig. Verstehen Sie, ja? Können Sie mich verstehen? Nee. Nee? Sie hören mich oder nicht? Ich habe Ihnen gesagt, in 20 Minuten die Vorgesitzerin kommt und sie kann erklären alles. Sie meinen und? 19 Minuten. Wie bitte? Sie meinen in 18 Minuten. An 18 Minuten? In 18 Minuten, die Vorgesitzerin kommt. Ja, ich bin sicher, in 18 Minuten, sie kann nehmen alle die Informationen, sie brauchen. Ja?
Ist alles klar, ja? Sie hören mich, Herr Knusprig Knusprig. Hm? Sie hören mich, Sie, ja? Hallo? Mögen Sie Meerschweinchen? Wie? Mögen Sie Meerschweinchen? Schweinchen? Nein, Meerschweinchen. Ja. Die kann man streicheln. Wie? Die kann man streicheln. Schön. Was meinen Sie jetzt? Haben Sie freie Zeit oder sind Sie nicht frei? Sie speichern ein bisschen, nachher Sie nicht speichern. Ich verstehe das nicht. Wollen Sie diese Operation, können wir machen? Sie haben ein bisschen Erfahrung. Sie haben. Kennen Sie, was Bitcoin ist? Was Online-Handeln ist? Was Kryptowährungen sind? Nee. Wissen Sie? Nee. Nee, Sie haben keine Ahnung über Online-Handel. Aber sind Sie interessiert über Arbeiten, über Investieren, über mit Kryptowährungen? Wie meinen Sie das? Sie sind interessiert, investieren und arbeiten und machen Ihr Geld arbeiten für Sie mit Kryptowährungen, mit Bitcoin, mit Ethereum. Ach, da muss ich gar nicht mehr los zu arbeiten, geht das Geld alleine. Ah, Sie machen alleine diese Arbeit. Aber es ist sehr riskant, allein zu machen. Wissen Sie das, ja? Was denn? Wenn Sie allein so halten, ist sehr riskant, weil Sie brauchen gute Informationen und Sie brauchen technische Analysen. Wissen das, ja? Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich bitte. Danke. Herr Knusprig, Knusprig, das ist Ihr Name oder Familienname? Ist das Gleiche. Ah, Sie haben Knusprig Vorname und Knusprig vor Familienname. Knusprig, Knusprig, nee. Knusprig, ja? Nee, das steht da aber auch nicht. Ah, okay. Okay, und jetzt, Sie haben nicht antwortet über Online-Trading. Haben Sie Erfahrung, haben Sie einmal probiert, früher oder selber oder mit anderen Leuten, mit professionellen Leuten über diese Arbeit gehandelt? Wie denn? Sie kennen die Rohstoffe, die Aktien, die Indizien, Sie haben keine Ahnung, was Online-Handel ist, oder haben ein bisschen, oder? Wie bitte? Sie haben haben Sie ein bisschen Ahnung, ein bisschen, wissen Sie, was Online-Handel ist, mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Indizien, mit normalen Währungen? Haben Sie... Ihr Mikrofon ist aus. I'm talking to Mr. Loris. What? I'm talking to Mr. Loris. What, Frankok? I'm sorry? What? Hallo? Yes, good day. How are you, sir? Hast du dich gewaschen? Ich kann nicht Deutsch gesprochen. Warum denn nicht? Nicht. Warum rufst du denn hier an? Einen Moment, bitte. Aha. Hallo, hören Sie jetzt? Wer ist denn da? Ja, ich bin Thomas. Wir reden zusammen, ja? Ja, aber warum legst du immer auf, du gehirnamputiertes Kakerlakenvieh? Wie bitte? Warum legt das gehirnamputierte Kakerlakenvieh am Telefon immer auf? Ja, ich lasse nur einen Moment, ich brauche nur einen Moment auf Toilette gehen, ich lasse meine Kollegen sprechen mit ihr. Aber das ist nur mein Kollege. Also da gibt mir das Viech noch ein anderes Viech, nur damit das Viech scheißen gehen kann, oder was? Ja, ich lasse nur für eine Minute diese Pause mit mir arbeiten. Das ist ein Kollege, ich brauche eine Minute vorgehen am
Toilette und vor diese ich lasse. Ja, dann geh so lange kacken, ich warte. Wie? Ich sagte, dann geh so lange kacken, ich warte. Nur 10 Minuten. In 10 Minuten die Wolkensitzerin kommt. Oder wir können beginnen jetzt. Ich dachte, du musst kacken. Wie? Ich dachte, du musst kacken. Ja. Sie haben einen Computer dort. Was mache ich damit? Haben Sie einen Computer? Wir können beginnen jetzt und machen die Registration über Bitcoin Trading. Haben Sie einen Computer dort, ja? Wo denn? In Ihrem Büro oder in Ihrem Hause? Wo sind Sie? Auf der Toilette. Wie? Auf der Toilette. Internet? Ja. Wie alt sind Sie bitte, Herr Knusprig? 29. Wie? Knusprige 29 Jahre. 29? Ja. Und was machen Sie für eine Arbeit? Was ich beruflich mache, meinen Sie? Ja, für einen Beruf. Einen Job. Da bin ich Tomatenwerfer. Okay, sehr gut. Und haben Sie Schule studiert? Ja, etwas studiert? Das ist ein studierter Beruf, ja, man muss ja auch treffen. Ich verstehe schon. Und jetzt, Sie wissen, Sie wollen meine Investitionen und ein Geld verdienen, ja, das ist normal. Ja. Die ganze Welt jetzt arbeitet mit dieser. Ich auch vorher arbeite mal, ja, und jetzt habe 4 Jahre gewechselt, die Arbeit. Und jetzt, Herr Knusprig, wir machen diese Registration und wir beginnen mit einer kleinen Summe. Hier funktioniert so. Wir machen die Registration mit einer kleinen Summe. Wir machen die erste Operation mit einer kleinen Summe auch. Und Sie können schauen in Ihre Wallet. Wir öffnen ein Wallet für Sie. Sie öffnen diese Wallet und Sie schauen, wie die Interesse geht hoch und wie funktioniert, und sie schauen alles, die Operationen, wenn wir machen. Verstehen das? Haben Sie mich verstanden, Herr Knusprig? Was denn? Ich habe ihr gesagt, wir machen diese Registration und wir investieren eine kleine Summe zuerst. Sie öffnen ein Wallet. Verstehst du, was ein Wallet ist? Ein Wallet ist ein Konto, wo Ihr Geld kann Operationen machen mit Ihr Geld. Und nachher, Sie schauen, wie es geht, wie viel Ihr Verdienen ist, vielleicht manchmal 5%, manchmal 10%. In Wochenende zum Beispiel, es geht viel hoher, Sie können verdienen viel mehr. Aber wir machen diese zuerst nur mit kleinen Summen. Wenn Sie können schauen alles, wenn Sie können verstanden alles und machen alles korrekt. Können Sie mir verstanden? Was? Können Sie mich verstanden oder nicht? Der Satz ergibt so keinen Sinn. Ist ein guter Möglichkeit für Sie, so können mehr Geld machen. Sie werden die Zeit haben, uns zu testen, und wenn Ihnen gefällt, gehen wir dann weiter. Sie können mit einer kleinen Summe anfangen und alles mit dem Broker machen. Wir lassen Ihnen nicht allein. Die Konto ist Ihre, die Wallet ist Ihre, aber die Operation wir machen mit dem Broker. Wissen Sie das? Was denn? Ja, wir machen die Registration. Welche? Diese für Bitcoin Handel. Wie heißt denn Ihre Firma? Finanzkapital FX. Wir sind, unsere Referenznummer ist 438697. Capital Market Strategy LTD. Und was ist eine Referenznummer? Ist unsere Firma. Wie bitte? Was ist denn eine Referenznummer? Steuernummer. Ach so.
am Berlin. Sie fragen vor die Firma, ja? Und wo seid ihr reguliert? Wie? Und wer reguliert euch? Am Berlin. Also die BaFin? Berlin. Ja, nee, Berlin kann euch nicht regulieren. Berlin ist eine Stadt. Was ist regulieren? Noch einmal bitte? Ja, wer macht Regulation? Das ist Online-Firma. Wir machen online die Operationen. Ja, aber euch muss ja trotzdem jemand regulieren. Wir sind reguliert. Ich habe hier unsere Referenznummer gegeben. Nee, du hast mir die Steuernummer gegeben, hast du gesagt. Aber die Steuernummer reguliert euch nicht. Ja, diese war die Nummer, die Referenznummer. Sie fragen mir für unsere Firma, ja? Ich frage, wer eure Firma reguliert? Wer ist die Aufsichtsbehörde? Die Aufsichtsbehörde? Aufsichtsbehörde, ja. Ja, am Berlin, Österreicher. In Deutschland. Ja, Berlin. Und welche Behörde reguliert euch? Wie heißt die Behörde? Kapitalmarktstrategie. Nein. LTD. Nein, ich meine die Behörde, die euch reguliert, nicht eure Firma. Welche Behörde reguliert eure Firma? Ich verbinde Sie mit der Vorgesitzenden. Ich habe ihr gesagt, in 20 Minuten sie kommt und jetzt sie hat gekommen. Ja. Sie hat gekommen, ja. Soll ich irgendwas abwischen? Hallo? Ja, Sie sind der Besitzerin? Ja, guten Tag. Ich bin die Vorbesitzerin, nicht die Besitzerin. Aber der Mann hat gesagt, Sie sind die Besitzerin. Nein, ich bin die Vorbesitzerin, hat der Mann gesagt, nicht die Besitzerin. Ach, dann sind Sie nur die Vorbesitzerin. Ja, genau. Ach so, also mit einem Wort mehr ist man denn was anderes, okay. Und welche Firma reguliert euch bei jetzt der Frage? Lassen Sie mich jetzt etwas vorzustellen. Erstmal. Mein Name ist Emma Smith und ich rufe Sie jetzt von einer Tradingsfirma, die Finanzkapital FX heißt. Und wir sind reguliert auch beim FCA-Register. Also wir rufen Kunden nicht umsonst oder nicht damit wir eine Firma, die ist nicht in der Lage mit unseren Kunden zu sprechen oder mit unseren Kunden alle Dokumentieren zu senden. Was heißt denn FCA? FCA ist die größte Register, die alle die Firmen, die machen mit diesem Bereich arbeiten, sind lizenziert und dort. Und was heißt FCA in Worten? FCA ist Finanzcounter Register. Ach so. Genau. Mhm. So. Okay. Ja, und was hat Ihnen die meine Kollegen gesagt? Ja, weiß ich nicht. Nicht viel, weil da kam nur, weiß ich nicht, sinnloses Zeug die ganze Zeit. Ja, bitte? Ja. Ja, und Sie haben schon Interesse an unserer Firma gezeigt. Hat der Kollege gesagt, ja. Hat der Kollegin gesagt. Ob mein Kollegin gesagt hat, das ist sicher, die so passiert ist. Weil wir rufen Kunden nicht umsonst, damit wir haben hier eine Nummer oder einen verschiedenen Namen von uns, von verschiedenen Kunden von uns und rufen diese Kunden an. Aber wir rufen diese Kunden mit einem Ziel an. Ja, Geld und das Ziel ist so wichtig für uns. Ja, welches Ziel ist es denn? Das ist ein Ziel, die hier uns ein neue Kunden zu bringen und neue Kunden unsere Erfahrung zu sammeln. Damit also, wir können hier Ihnen als ein neuer Kunden haben, damit wir können zusammen treten und arbeiten. Also Geld verdienen? Na natürlich. Aber die wichtigste ist, dass wir verdienen nicht Geld von Ihrem Geld, wir verdienen von der Börse. Aber warum brauchen Sie denn mein Geld dafür? Nein, ich brauche kein Geld von Sie. Ich brauche Sie als ein Kunde hier mit unserer Firma anmelden. Ich brauche kein Geld von Ihnen. Ihr Geld steht immer noch in Ihr Konto, wenn Sie dieses Konto hier aktivieren. Und womit verdienen Sie dann Geld? Bitte? Und womit verdienen Sie dann Geld, wenn Sie von Ihren Kunden kein Geld nehmen? Von der Börse, habe ich Ihnen gesagt. Ja, zum Beispiel, wenn Sie nicht mit uns diese Konto aktivieren und zusammen werden wir verschiedene Operationen bei der Börse öffnen. Von den Operationen, die ich mit Sie öffne, verdiene ich meinen Lohn. Mhm. Sehr interessant.
Natürlich ist interessant. Wenn ich Ihnen fragen darf, Herr, an was haben Sie eigentlich Interesse gezeigt? Was haben Sie geschaut im Internet? Oder was ist von Ihnen interessant mit dieser Arbeit? Ja, weiß ich nicht. Ist ja schon ganz lange her, wo ich da geguckt habe. Lange her? Seit wann, wenn ich Ihnen fragen darf? Ja, weiß ich nicht. Steht da bei euch vielleicht. Verstehe ich. Und was haben Sie eigentlich gesehen oder? Was denn? Was haben Sie gesehen? Sie haben schon diese Anmeldung gemacht. Weil wir schicken überall im Internet verschiedene Bewerbungen, verschiedene Videos, damit man sehen kann. Oder verschiedene Artikel. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, keine Sorge, kein Problem. Also, wenn ich Ihnen fragen darf, haben Sie schon Erfahrung früher gemacht? Womit? Mit diesem Bereich. Mit Online-Trading, meine ich. Also jemanden treten? Mit Online-Trading, nicht jemand zu treten. Ach so, Genau. Ne, glaub nicht. Glauben Sie nicht? Ne, nicht, dass ich wüsste. Okay, aber Sie erinnern bestimmt, oder? Was? Sie erinnern sich bestimmt. An was? An diese Bewerbung, die Sie Ihre persönlichen Daten ausgefüllt haben. Nee, habe ich ja dem Kollegen schon gesagt. Aber ich weiß doch nicht, was haben Sie mit meinen Kollegen gesprochen, deswegen frage ich Ihnen jetzt. Ja, weiß ich nicht. Sie wissen nichts, oder? Nee. Der hat angerufen und hat irgendwas erzählt und ich habe gesagt, ich verstehe den nicht. Und dann hat der gesagt, ich hole meine Chefin und dann habe ich gesagt, ja, dann hol die mal. Und dann hat er 20 Minuten irgendeinen Quatsch erzählt und das habe ich nicht verstanden, so lange war ich auf Toilette. Und jetzt ist die Chefin dran. Aber das ist kein Quatsch, erstmal, Herr. Weil hier haben Sie schon selbst diese Interesse gezeigt und habe ich Ihnen nicht gesagt, bitte Herr, füllen Sie diese Daten ein und melden Sie sich bei unserer Firma. Entschuldigung, aber das haben Sie selbst gemacht, okay? Diese Interesse haben Sie selbst geschaut und diese Anmeldung haben Sie selbst gemacht. Ach so. Ja, so. So ist. Weil umsonst werden wir Ihnen nicht anrufen. Ach so. Ja. Interessant. Sehr interessant, natürlich. Mhm. Können wir die Aktivierung machen, oder? Aber ich habe noch nicht verstanden, wofür. Okay, aber das habe ich mehrmals gesagt, für Online-Trading. Ja, aber ich habe nicht verstanden, wofür, was ich davon wofür, dann habe. Wofür, dafür, was meinen Sie mit diesen Worten, die Sie sagen jetzt? Sie sind ein bisschen verwirrt. Können Sie mich verstehen, oder? Schwer. Bitte? Sehr schwer, Ihr Deutsch ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch, natürlich, weil die Deutsch ist insgesamt komisch. Ja, das stimmt. Ja, man lebt und lernt alle die verschiedenen Sprachen, alle die fremden Sprachen. Und Deutsch ist die komischste von alle die fremden Sprachen. Das ist wohl wahr. Ja, voll wahr. Ich werde meine Zeit nicht mit Sie verlieren, Herr Lois. Und tschüss. Für diese Anmeldung, die Sie gemacht haben, ich werde eine Anzeige bei der Polizei machen, weil Sie lügen und Sie lachen mit uns und wieso? Das ist doch nicht seriös für unsere Firma. Okay, tschüss. Du bist aber nicht nett. Das war's schon mit der Kakerlaken-Party. Das Hörspiel ist zu Ende. Wenn du magst, gib mir gerne einen Daumen nach oben, um den Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, findest du jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.